So, Freunde, es geht wieder weiter bei Let's Play Final Fantasy V. Im letzten Part sind wir im Winddrachental stehen geblieben, wo wir einige Zombie-Drachen geklatscht haben, mehrere Knochendrachen ebenfalls weggerotzt haben und wir uns jetzt endlich auf den Weg machen, um den Drachen zu retten, halt, den Winddrachen. Wir sind ja einfach nur wegen dem Winddrachen hergekommen, also sollen wir den jetzt auch so langsam mal retten. So, wir haben einen Speicherpunkt gefunden. Der Speicherpunkt wurde relativ gut ausgenutzt jetzt. Wir haben uns wieder auf Vordermann gebracht, haben eine Hütte verschwendet, vergeudet. Wir haben rausgefunden, dass Galufdans des Tänzerschwertes die supergeile Fähigkeit, wie heißt die nochmal, Schwerttanz hat, mit der er einfach mal so 4000 Schaden macht. Ganz geil. Und jetzt kommt Brustkampf, Drachengras. Ah, Hilfe! Hentai-Tentakeln greifen uns an. Oh, du hast Geschmack, ey. Faris finde ich auch ehrlich gesagt geiler als Lenner. Oh gut, da haben wir sie. Das, die Drachenhülse, die uns mit Drachenblumen angreift. Was irgendwie nicht so verwerflich ist. Da es aber Pflanzen sind, könnt ihr mal zweimal raten, was sehr effektiv sein wird. Oder einfach mal gar keinen Schaden machen wird. Oh. Oh. Das war heftig. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt, aber einmal Zenin Gage und einmal Schwertanz von Galuf. Das war tödlich. Nein, Blumen soll man nicht gießen. Dann versuchen wir es halt nochmal mit Blitzra. Null. Da hat nochmal Zenin Gage. Bam. Tot. Sieg. Gewonnen, Ryze den Beruf aufgelegt, Zenin Gage erlernt und GG. Seht, es hat sich beruhigt. Kommt, nehmen wir etwas davon und verschwinden von hier. Boah, ging doch mal gut. Wie viel Geld haben wir? Boah, ich habe wieder ganz, ganz viel Geld ausgeschmissen hier. Egal. Einfach wieder einen Weg nach oben rennen. Unterwegs einfach alle Gegner klatschen, die uns über den Weg rennen. Und dann sollten wir das Geld ganz schnell wieder in der Tasche haben. Natürlich auch aufpassen, dass der Ryze nicht wie immer der Erste ist, der auf dem Boden liegt und tot ist. Und es ist alles gut. Könnt ihr sogar vielleicht noch ein bisschen Training machen? Ein bisschen Training schadet nie. Wie steht's denn mit dem Level-Ups? Mit den Level-Ups? 3000, 3000, 2000. Alle brauchen noch 3000. Das sind 5 solche Gruppen, die wir noch besiegen müssten. Naja, vielleicht ergibt es sich ja bis auf den Weg raus. Boah, 10 Drachenzähne haben wir schon. Ich liebe den Schaden, den Ryze jetzt einfach macht als Samurai. Das ist so rotzhart einfach. Aber eigentlich ist das Team quasi komplett jetzt. Ich wollte jetzt noch Faris zum Beschwörer ausbilden. Das sollte ich jetzt vielleicht auch machen, weil Blaumagier steht der Dame nicht mehr so gut zur Kappe. Ich glaube, ich mache das jetzt auch einfach. Aber erstmal per Antidot alle Vergiftungen entfernen. Dann mache ich unsere Faris mal wieder zur Blau... nein, zur... Was sag ich jetzt? Zur Blaumagerin. Zur, Beschwörerin. Beschwören und... Schwarzmagie. Optimiere Ausrüstung. So, sollte alles tipptopp jetzt sein. Weißmagie Vitra. Beschwören. Komm, wir rufen einfach mal Golem. Nein, Golem ist für uns alle hier. Was gibt denn das? Den wird's irgendwie nicht verstanden, was Golem uns jetzt gebracht hat. Wird schon gut gewesen sein, denn
glaube kaum, dass der uns jetzt tötet, wenn wir Golems Fähigkeit einsetzen. Das wäre ein bisschen scheiße nämlich. Und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass die sowas einprogrammieren würden. Oh ja, ein Zombie-Drache. Die mag ich. Oh ja, diese Gegner sind super. Die sind Balsam für die EPs. Da haben wir es. Sind ja schon fast Level 26 jetzt. Kommen gut voran. Oh, wir haben sogar den Angriffsvorteil. Mal wieder. Beschwör dann einfach mal Titan. Boah, Titan macht Schaden. Lob ich mir. Überhaupt, die Beschwörungen machen viel mehr Schaden als die normalen Summons. Was ich auch recht geil finde. Aber so Gegner wie die hier, die kann man auch einfach so besiegen. Zack. Da braucht man nicht noch großartig Beschwörung für. Denn wir sind eigentlich vom Level her ganz gut. Wir sind von der Ausrüstung her exzellent ausgerüstet gegen die Gegner hier. Da gibt es echt nichts zu nörgeln. Und die Level-Ups wurden alle getätigt. Außer das von Gallof natürlich, weil Gallof ist ein bisschen weit hinten drin. Aber ich denke, das ist okay. 25, 6, oh nein, Rice braucht noch ein Level-Up. Na, das kriegen wir jetzt auf die Reihe. Ho, verführerisches Tango. Rufen wir nochmal Titan. Die Erde bebt und es ist geschafft. Ja, nur Gallof ist noch Level. Ach, egal. Scheiß diesmal auf Gallof. Was jetzt Priorität hat, ist nämlich unser guter Freund der Winddrache. Und ich schäme mich nicht dafür, den Winddrachen gerade mal vorzuziehen. Okay, Aquadorn, ein ganz starker Gegner, wie es mir scheint. Läuft doch! Wir sind zurück! Öffnet das Tor! Netter Versuch, Monster, aber du musst dir schon was Besseres ausdenken, um die Soldaten von Baal auszutricksen. Oh Mann, ich schätze, dann wird's Zeit für Plan B. Kommt ihr? Sehr sicher, Galuf? Na, ich denke da mal alle mal rein ins Wasser. Ja, ich weiß, du hast Höhenangst, aber gut, das kriegen wir hin. Oh je. Abwasserkanal? Oh, das ist doch mal gut. Vergebt uns, Majestät. Wir dachten, es sei wieder einer von XFs Tricks. Schon gut. Auf Nummer sicher zu gehen, war schon in Ordnung. Tja. Ja, besser, better safe than sorry, wie man so schön sagt, ne? Gallof. Müsstest du doch wissen. Ich meine, deine Welt wird schon relativ lange von Herrn XDev heimgesucht. Wo war nochmal der Eingang? Hier ist der Eingang, genau. Hier ist der Thronsaal. Dann hier rechts. Bis ganz nach oben, wo dann Kryl... Oh, Moment, was ist hier los? Das Fräulein Kryl hat über Kopfschmerzen geklagt und hatte dann einen Schwächeanfall. Sie hat sich hier zu Bett gelegt. Oh, Kryl, ist doch alles in Ordnung. Opa, halte durch, meine Kleine. Er ruft nach mir. Versuch nicht zu sprechen. Er ruft nach mir. Guido ruft nach mir. Guido? Beeilt euch. Findet Guido bitte. Wer ist Guido? Ein Wahrsager. Über 700 Jahre alt. Guido ist derjenige, der voraussah, dass die Kristalle in eurer Welt zerspringen würden. Und er ruft nach ihr? Vielleicht weiß er ja, wie wir gegen XDev angehen können. Sei stark, Kryl. Wir werden Guido aufsuchen. Du musst also noch ein wenig durchhalten. Aber ohne den Winddrachen? Keine Sorge. Wir haben ja das Drachengras. Wirklich? Na gut, der Drache ist oben auf diesem Turm und ruht sich aus. Werdet ihr mich begleiten? Selbstverständlich. Was für eine Frage. Er lebt auf einer kleinen Insel nordöstlich vom Winddrachental gelegen. Nordosten vom Winddrachental. Sehr wohl, dann werden wir jetzt Guido einen Besuch abstatten. Ist ja immerhin das nächste Reiseziel. Hier ist das und du fühlst dich gleich besser.
Dieses Grachs hat all die anderen Winddrachen getötet. Kein Wunder, dass er es nicht essen will. Ob er will oder nicht, er muss es essen. Er ist so schwer verletzt, dass er sterben wird, wenn er das Zeug nicht bald isst. Es wird alles gut. Du kannst es gefahrlos essen, siehst du? Ich esse auch etwas. Lena, bist du von Sinnen? Hast du denn vergessen, dass das Drachengras für Menschen giftig ist? Hier, jetzt versuch du etwas. Oh, ein Winddrache, der gerettet wurde, wieder von Lena. Braver Junge. Oh, Lena, nein. Schon wieder. Lena, halte durch. Oh mein Gott, los, Kreil, hilf ihr, trink das. Lena, hör mal auf mit dem Blödsinn da. Bist du in Ordnung? Ey, tu so etwas nie wieder. Das ist viel zu gefährlich. Verdammt, Lena, wenn dir etwas passiert wäre, verzeih mir. Ich kann mir das vorstellen, wie das in Real aussehen würde. Mein Gott. Sollst du nicht im Bett sein? Mir geht es gut. Ach, von wegen dir geht's gut, Kryle. Mach dir keine Sorgen um mich. Mann, oh Mann, ihr übertreibt es allesamt. So viel steht fest. Das dachte ich mir auch gerade. Du bleibst schön hier und ruhst dich aus, junges Fräulein. Ich denke, ich stehe in deiner Schuld. Na, und das tust du. Kryle hat dir gerade in das Leben gerettet. Du hast meinen Winddrachen gerettet. Ich schätze, wir sind quitt. Danke. Du ruhst dich jetzt aus, klar? Mach ich. Und ihr passt gut auf euch auf. Oioioi. Muss aber echt besser aufpassen, Lena. Und auch du, Kryle. Ihr macht mir aber alle Dummheiten hier. Müsst doch besser aufpassen. Ich will auch nicht, dass irgendwer von euch das Zeitliche segnet. Das wäre gar nicht schön. Ich mag euch doch alle. Seid meine Lieblings-Final Fantasy-Charaktere. Aber gut, es geht nordöstlich des Drachentals, des Winddrachentals jetzt. Hier sollte der alte Kauz leben. Ich denke, wir speichern einfach mal kurz. Bling. Und rein in die gute Stube. Da wären wir also. Genau, hier muss Guido wohnen. Dann suchen wir ihn. Halt! Ein Erdbeben? Schon wieder? Die Insel bricht auseinander. Wir müssen zum Winddrachen. Zurück, schnell! Oh je. Hä? Warum und wieso? Na, wenn das nicht mal Xdevs Werk war. Seht, was mit denen passiert, die gegen mich sind. Oh. Du bist so ein mieser Sack, Xdev. Boah, es ging ja noch gerade mal gut. Boah, was machen wir jetzt? Wohin geht's jetzt? Wow. Super. Ich denke mal einfach mal nach links fliegen hier. Hier ist ja immerhin noch ein Schloss. Können wir das mal besuchen gehen? Nennt eure Namen und Grund eures Hierseins. Halt, das ist König Gallo von Baal. Lasst ihn gewähren, ihr Idioten. König Cäsar führt die Flotte auf Exes Schloss zu. Er ist auch einer der Krieger der Morgendämmerung, richtig? Jemand, der Seite an Seite mit Vater gekämpft hat. Hier entlang bitte. Oh, also wird Exdev jetzt frontal angegriffen?
Bitte erscheint euch etwas nützlich, greift zu. Danke sehr. Ey, wir dürfen das ganze Schloss leer plündern. Das mag ich. Da sag ich nicht nein. Oh, ein Buch. Dieses Lied weckt so viel Erinnerung. Serhat hat es früher sehr oft gesungen. Allegro erlernt. Oh, wir haben ein Lied für unseren Barden erlernt. Das heißt, oh, es war ein Bade. Es gab mal so eine Challenge zu diesem Spiel, dass man, aber dafür musste man einen Guide benutzen, dass man die Krieger der Morgendämmerung nachbaut. Ich könnte schwören, ich habe gerade so ein Buch gesehen, das genauso aussieht. Ja, wo denn? Das hier? Register der Untiere aufgenommen. Dieses Buch ist zu schwer. Zwei auf einmal kann ich nicht tragen. Hä? Okay. Okay. In Ordnung. Ich weiß schon, was wir hier haben. Das hier ist ein Minispiel, das ich selbst nie so richtig verstanden habe. Dafür sollte es aber eine Anleitung im Internet geben. Da muss man Bücher sortieren und danach gibt es einen Zauberspruch oder ein Lied, glaube ich. Ich selbst weiß nicht mehr, wie es geht. Ich habe es auch nie richtig hingekriegt, wenn ich mich richtig erinnere. Was für ein Witz. Wortwitz. Aber fühlt euch frei, das dann einfach zu gucken im Internet. Tut mir auch leid, dass ich euch das diesmal nicht zeigen kann, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Oh, Osafune, ein neues Katana. Das kaufen wir uns dann einfach. Schau mal, wir haben das Geld, also geben wir es auch aus. Von der Rüstung her sind wir tiptop ausgerüstet. Perfekt. Und nur noch die Ausrüstung perfektionieren. Oh, altbekannte Zaubersprüche. Na, die brauche ich hier nicht zu kaufen. Die Zauber, die wir haben, reichen uns. Das Einzige, was ich jetzt gerne noch hätte, wäre Blitzgar, Feuergar und Eisgar. Aber man kann nicht alles haben. Eine Flotte gegen Exdev, das schauen wir uns später mal an. Aber erst gucken wir auch hier ein bisschen über den Kontinent. Ich wollte diesen Part ein bisschen kleiner gestalten, da der letzte so relativ groß wurde. Also so relativ groß, ja. Ich sage immer relativ groß, weil für jeden ist die Länge eines Parts unterschiedlich. That's what she said. Es kommt ja auch nicht immer auf die Länge an. Oder auf die Breite, sondern auf die Qualität des Parts kommt es an. Oh ja. Wo geht's denn jetzt hin? Na, ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu Exdev zu fliegen. Gefällt mir zwar nicht so gut, aber haben halt keine andere Wahl im Moment, wie es aussieht. Ich denke, wir müssen auch diese Türme hier zuerst kaputt machen. Wenn das irgendwie gehen sollte. Wo sind denn die Schiffe? Wo ist denn die Flotte gegen Exdev? Wo legt die an? Wo ist das hier? Finde ich nicht. Oh Gott. Das ist uncool. Ah, hier ist die. Oh Gott, sollen wir das diesen Part machen oder nächsten Part? Diesen Part oder nächsten Part? Ich denke, wir machen das einfach nächsten Part. Weil das ist aber schon relativ cool, was da auf uns zukommt. Und das wäre scheiße, wenn wir das jetzt so unterbrechen müssten. Das wäre echt kacke. Deswegen sage ich euch jetzt einfach tschüss, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 5. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, wie jedes Mal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ist halt ein bisschen kürzer geworden, aber wie gesagt, darauf kommt es nicht an. Im nächsten Part auf jeden Fall wird es richtig spannend. Das verspreche ich euch zu 100.000%. So, Leute, wenn ihr jetzt noch mich unterstützen wollt oder irgendwie das Ganze fördern wollt, einfach Daumen hoch und Final Fantasy mal ein bisschen durch die Leute rausschmeißen, weil es guckt sich einfach keine Sau das hier mehr an. Das kackt mich ein bisschen ein, aber gut, ich mach's trotzdem weiter. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Part. Tschö, Leute!